Blütezeit der Frauen um ein Vielfaches übersteigen. Und dass Frauen sich, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich gehen die davon aus, es wäre alles anerzogen, ja, sich dann absichtlich zurückhalten, um kein schlechtes, wie soll man sagen, keinen schlechten Eindruck zu machen. So. Und da wird jetzt von Seiten der Feministen gewettert, Mansplaining geht gar nicht. Und dass Männer Frauen irgendwas erklären und das auch noch ungefragt, das würde ja schon mal gar nicht gehen. Ja. Und da ist mir doch der Hutschnur geplatzt. Und da wollte ich jetzt einfach was zu sagen. Und zwar erst einmal, das meine ich auch so. Wenn ich jetzt hier in diesem Video meine Meinung sage, dann werde ich jetzt der Einfachheit halber sagen, die Frauen und die Männer. Damit meine ich nicht alle Frauen. Und ich meine auch nicht alle Männer. Aber ich meine den absolut größten Teil der Männer und den absolut größten Teil der Frauen. Nicht alle. Fast alle. Damit nehme ich ausdrücklich die Leute raus, in der Schlüssel. Das heißt also, ich weiß, ich habe in meinem Kommentarbereich habe ich hier auch einige Frauen, die wirklich nicht so sind. So, und die meine ich auch nicht. Und auch in meinem Freundeskreis habe ich auch Frauen, die sind nicht so. Aber ich weiß, es sind Juwelen, es sind Perlen und es ist selten. So, das erst einmal im Vorfeld gesagt. Damit sich hier bitte keine Frau auf den Füßen treten fühlt, die das nicht an. Das ist mir selber ganz wichtig. Ist einmal nur heller. Ich hoffe, ich habe das jetzt so weit ausgedrückt. Ich werde es jetzt verallgemeinern, auch wenn es eigentlich nicht verallgemeinern sollte, einfach der Einfachheit halber. So. Okay, also zurück zum Text. Die Frauen, die Männer. Die Frauen sagen, hier, die Männer sollen denen nicht die Welt erklären. Ungefragt, das wäre eine Frechheit. Woher nehmen wir uns eigentlich das Recht, den Frauen die Welt zu erklären? Und das möchte ich jetzt aber sagen. Oh, oh, ich merke schon. Geht's gleich los. Also, wer, da stelle ich mir einfach mal so ein paar Fragen. Wer hat die meisten Erfindungen gemacht? Die wichtigen Erfindungen von Bedeutung. Die Männer oder Frauen gemacht? Wer hat das Smartphone erfunden? Wer hat das Auto erfunden? Wer hat den Strom entdeckt? Ja? Hast du ihm denn unter seinem Video gesetzt? Oder wie? Scheiß Prothesen braucht kein verfickter scheiß Mensch. Diese Drecksprothesen. Aber er hat das Kernkraftwerk gebaut. Wow, das habt ihr ja richtig gut gemacht. Fukushima, herzlichen Glückwunsch. Danke der Männerwelt für die Atomkraft. Richtig gut gemacht. Danke. 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 Wer schreibt die meisten und die schönsten und erfolgreichsten Musikstücke? Da kann ich leider nichts zu sagen. Nicht, ne? Wer macht sowas? Wer denkt sich sowas aus? Männer denken. Ja, willst du wissen warum? Weil die Männer und die Frauen eine Verbindung haben. Und die Frauen, die Männer des Senden. Verstehst du? In der Welt, in der materiellen Welt um. Wozu die Frauen nicht in der Lage sind. Verstehst du? Die Frauen empfangen die Ideen und geben sie an den Mann weiter, der sie dann umsetzt. Alles klar? Siehst du was aus? Alles klar? Alles klar? Hör dir mal Prentice Mulford an. Das Gesetz der Ehe. Hm? An meiner Bücherwand lang gehe. Nimm mal deine scheiß Brille ab, du Hässlein. Also, ja, das ist doch ein voller schöner Leutezauber, hä? Was soll das? Was soll das? Was ist das für eine Maske? Wenn du schon aufregst, dann mach's nackig. Ehrlich. Aber du lachst, das freut mich. Du, ich kenn deine Humor. Aber Anna halt nicht heute. Was ist denn für eine blöde Feministenfotze? Das halte ich nicht aus. Du kennst ja, wenn du meinen Humor kennst, dann kennst du ja auch mich. Naja, aber das dauert halt auch eine Weile.
Naja, da ist ja nur der Anfang. Das ist ja alles nur der Anfang. Das ist ein Witten auf dem Weiter. Das ist doch voll Plinke, ja? Ich habe mir heute schon das Witten ausgesucht. Den habe ich ja gestern Nacht genommen. Und Marco sagt, und heute habe ich noch den Niccolo Machiavelli, den habe ich mir heute vorgeknüpft. Der hat ein 8-Minuten-Video und ich habe eine Stunde 16 draus machen müssen. Hier sind es ja nur 11 Minuten und ich habe 23 Minuten draus gemacht. Machiavelli heißt der Typ. Der hatte hier, der Marco hatte eine Playlist, eine Männer-Playlist. Und da habe ich den gefunden und das habe ich mir heute angehört und dann musste ich gleich noch ein neues Video machen. Männer-Playlist? Boah, Männer-Playlist. Meine Jungs, aber mittlerweile sehen wir Männer uns auch als bedroht an. So ist es nicht. Ich habe doch den Wolfgang über diese Männer-Frauen-Geschichte kennengelernt, weißt du noch? Ja. MGTOW, Men Going Their Own Way. Nein, wer? Miktov. MGTOW. Men Going Their Own Way. Männer gehen deren eigenen Weg. Das heißt, dass sich die Männer, die alle frustriert sind, wegen diesen krassen, schrillen, verrückten, blöden Weibern, krass, schrill, blöd, verrückt, das finde ich in Ordnung, das ist keine Beleidigung. Und so sind die Weiber nun mal, nicht wahr? Wenn sie so sein müssen. Und, aber, ja, das ist im Prinzip der männliche Block der Feministen. Also, das sind die Maskulinisten. Naja, manchmal die Maskulinisten. Weil es ist so, ja auch schon mittlerweile eine Abwehrmaßnahme. Und das ist wichtig, dass es die gibt. Das ist wichtig, dass es diese Gruppen gibt. Ja. Weil dann werden die sichtbar. Und zu dieser einen krassen Gruppe gibt es ja auch immer ein anderes krasses Extrem. Kennen wir doch in der Dualität. Oder? Das ist immer so. Das ist der ganze Dilemma, dass eigentlich jede neue Bewegung erzeugt immer eine neue Polarität. So, weil ganz blöde. Wenn Frauen Feministinnen wären, werden die Männer einerseits weicher, andererseits auch sehr viel härter, beziehungsweise ich glaube sogar, dass die Gewalttaten dadurch höher sind. Weil wenn du einfach als Mann sozusagen schon frustriert bin und da kommt noch irgendwie eine Frau daher, die irgendwie mir über den Mund fegt oder so und ich da gar nicht erwöhnt bin, weil ich irgendwie noch komisch erzogen bin dazu, also sozusagen die Ausländer in dem Fall, die sind ja gar nicht erwöhnt. Unsere Frauen und dabei steigen wir weiter. Das ist ja eben ganz abgefahren. Wir haben einerseits freie Frauen, freie Mädchen, wie du jetzt sagst, die sozusagen die haben wir eben nicht. Schwer beschäftigt. Die haben wir eben nicht, die freien Mädchen. Die Ausländer, die brauchen wir ja. So steht das ja bei Facebook. Wir brauchen freie Mädchen. Ja, du, da kommst du aber in eine schwarze Schwarzmeerküste. Die habe ich gefressen, eine Schwarze. Also die habe ich richtig gefressen. Die ist so richtig daneben. Und das Schlimme ist beim Feminismus, dass nichts weiter ist wie die Unterdrückung des Mannes. Und da hat einfach freiwillige Seele, da kriegt man Bock drauf. Und deswegen gibt es auch immer weniger Kinder in Deutschland. Deswegen gibt es keine Kinder mehr in Deutschland. Auch die Männer schon ja Kinder. Nimm mir nicht meine ganze Redezeit. Er schreibt die meisten Sachbücher. Weil die ja so wichtig sind, weil wir dafür Bäume abholzen müssen, damit wir den Scheiß drucken können, den kein Schwein braucht, den sie dann containerweise aus irgendwelchen Messi-Wohnungen rauskommen. Ja? Bücher, vor allem auf Bäumen gedruckt, die überhaupt nicht für sowas gemacht sind, gedacht sind, die überhaupt nicht dafür geeignet sind, Papier aus Bäumen zu machen. Schon mal darüber nachgedacht? Dass wir diesen ganzen Müll gar nicht brauchen, den ihr erfunden habt, weil ihr zu dumm seid, uns Frauen zu verstehen. Ihr Sexkerle. Schreibt die meisten relevanten wissenschaftlichen Arbeiten. Braucht kein Schwein, den Dreck. Es sind Männer. Es sind perfekte Arschlöcher. Wer macht die meisten Vorträge im Internet? Du bist so dumm, Mann. In meinen Augen ist das Wichser. Das ist deine Wichser. Lecker. Von wem hat die Fußabwehrbewegung Wahrheitsbewegung, oder? Was? Bei dem Typen hast du doch genauso gelacht, oder? Du hast doch genauso gedacht bei dem Typen, dass du da alkoholisiert warst und jetzt nicht. Ich sehe Lust, dass du wieder deinen Psychoblick drauf hast. Das ja. Wahrscheinlich denken, oh Gott, oh Gott. Das ist der Hypnoseblick, das ist die Hypnokröte. Ja, der Psychoblick. Hm. Ei. Was auch immer. Die Leute, die sich irgendwo informieren wollen, die Hintergrundwissen haben wollen.
Von wem haben... schon mal mehr Mann als du in deinen Augen. Wenn ich bei uns durch die Stadt gehe. Fang mal zu retten, ihr Dreckskerl. Wir sind so gut. Hör auf zu jammern, ihr Säufer. Nur Männernamen auf den Büchern. So, und wenn ihr aber... Wenn du nur Männernamen sehen willst, dann siehst du auch nur Männernamen. Du bist voreingenommen in deiner Sicht. Ich an meinem Bücherregal vorbeigehe und in meiner Reisegruppe, dann werden wir feststellen, dass auch die Anzahl der Frauennamen auf den Büchern die geringste Zahl ist. Das hat nichts damit zu tun. Frauen haben so einen Scheiß einfach nicht zu machen. Es gibt auch einen Haufen Pseudonyme, die weiblich sind, wo der Autor aber männlich ist und umgedreht. Verstehst du? Es geht immer um die Zielgruppe. Weil er jetzt selbst so jemand, der würde wahrscheinlich seltener ein Buch kaufen, wo eine Autorin beteiligt ist. Die Sache ist ganz einfach. Im Prinzip haben wir seit 50 Jahren so etwas wie eine Befreiung der Frau, sagen wir mal, auf eine gewisse Weise. Oder vielleicht 60 Jahre so etwa, wegen DDR, sagen wir mal 60 Jahre. Eine ganze Spanne ist, normalerweise haben die Frauen Kinder, haben diesen ganzen Haushalt und so weiter. Die hatten eigentlich in dem Sinne noch nicht mal gute Karten. Das wollte ich dem an dem Abend nicht erzählen. So, und jetzt so langsam wird sich das umkippen, denke ich mal. Hätten wir nur auf die Frauen gehört, wären wir in den Höhlen geblieben. So haben wir fiese, finstere Erfindungen gemacht, weil einfach Männer kriegerisch sind. Und der Vater aller Dinge ist der Krieg. Und die haben wir alle hergestellt, dass wir auch Atomkraft und all so einen Scheiß. Aber irgendwie geht es jetzt mit Kriegen einfach nicht mehr weiter, zum Glück. Schön. Schön gesagt. Ja, klar. Dass die Frauen jetzt nicht schreiben dürfen. Dass Frauen jetzt hier keine Bücher schreiben dürfen. So. So, das hat ganz. Weil die das ja alle auch alleine lernen machen. Ne? Weil die ja mal alle denken, dass die Frauen so ticken wie die Kerle. Ja. Wisst ihr, was da ist, Frauen? Andere Gründe, und dann ist nämlich jetzt ganz haarig. So, und das mögen die Haare nämlich auch gar nicht hören. Und auch willst du mal Haare sehen? Ja, willst du mal Haare sehen? Ich sehe schon lachen. Ja, schön. Wie gesagt, es sind nicht alle so. Ja? Aber der Großteil der Frauen ist halt so. Ich kann da nichts für. Halt. So. Hör auf zu schauen. Der Großteil der Frauen interessiert sich da halt auch einfach. Für viele Gesellschaftsthemen, gar nicht. Halt. Und wenn ich jetzt ins Internet mache, halt. Und ich sehe die ganzen Schwebvideos, halt. Ich sehe die ganzen Katzenvideos, halt. Ich sehe die Robbing-Videos, ja. Ich sehe Nähvideos, ich sehe. Und wie ist euch? Jammern wir nämlich nicht auf höchstem Niveau. Wir machen was. Wir verschönern die Welt. Und wenn ein Katzenvideo mich zum Lachen bringt, ist es tausendmal mehr wert, als deine Drecksfresse sehen zu müssen, alles klar. Wie mache ich meine Nägel? Das ist ja wieder richtig. Ja. Wie sehe ich gut aus? Ja. Meinetwegen. Weil das doch alles ist, auf das hier die Wasser reduziert. Ich kann nicht meine Haare. Die zupfe ich. Ja. Die rasiere ich mich da unten komplett, ja? Aber das gibt alles für Männer. Ich meine Augenbrauen. Ja, muss ich mal gucken, das gibt doch alles für Männer. Was weiß ich, die rasiere ich mir die Arschhaare. Ja? Also... Das habe ich jahrelang gemacht. Scheiße. Sowas. Das wird von Frauen im Internet produziert und wird... Keine
Kannst du mal sehen. Kannst du mal sehen, wozu ihr uns gebracht habt. Hm? Angeboten. Ja? Absolute Bullshitterei. Völliger Unfug, Dinge, die kein Schwein braucht, außer die Frauen selber. Oh, und deshalb ist es Bullshit oder was? Nur weil du keine Frau bist. Was bist du denn für ein Drecksarschloch? Das ist doch dumm. Und das alles nur in erster Linie dafür, um selber gut auszusehen. Also auch völlig oberflächlich. Ja. Ja. Völlig. Ja. Ja, so ist es. Ja, muss genau. Ich muss mal dazu sagen, meine Nummer so ist, dass ihr euch ja deswegen hübsch macht, weil ihr denkt, dass wir sie euch dann besser lieber angucken, vermute ich mal. Obwohl mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Frauen anderen Frauen viel mehr hinterher gucken als Männer irgendwie. Weil Männer sich schon ja nicht mal trauen, den Frauen hinterher zu gucken nach dem Motto, du Prolet, du hast mich angeguckt, du hast meine Seele beschmutzt. Das war nicht, weil es da nicht alles für Sachen gibt. Ich habe dir auch mal erzählt, war mal hier und habe in der Disco einmal einen Test gemacht. Jede Frau, die mal hübsch fand, ich jetzt zumindest, sozusagen bin losmarschiert und habe jede Frau gesagt, ich finde dich hübsch. So ein Kumpel von mir hat der gleiche gemacht. So, weil es passiert, wir haben zum Schluss auserzählt, zwei haben sich bedankt, wirklich ehrlich bedankt. Und eine, die ich wirklich hübsch fand, die ist weggerannt und hat gebrüllt, ein Perverser! Und so an dem Togo und weggerannt. Da ist jetzt los. Alter, das ist schon ganz schön krass. Wir haben es ordentlicher gemacht. Die Frauen heutzutage traut sich doch keiner mehr richtig irgendwie ein nettes Gespräch zu führen. Weil die immer denken, wir wollen nur an ihre Schlippe und dann drücken sie dann oder gleich so aus. Oder machen ihn dann heiß und mit Absicht und lassen ihn dann dumm stehen oder machen dann einen dummen Scheiß. Schon mehrmals passiert. So, irgendwo hinfährst, große Amore davor, große Amore nach dem Sex und dann tschüss. Und dann hat ihn bestimmt schon mit 10 Männern gemacht. Und dann hatte ich zweimal hintereinander und seitdem war ich auch keinen richtigen Bock mehr. Dass sie sich sozusagen heiß machen und dann dafür bestrafen, dass du ein Mann bist. Du meinst, wenn da immer mit dir ins Bett gegangen ist oder was? Er hat es aber mit mehreren gemacht, ein bisschen erzählt hier bei diesem Single. Ja, vielleicht hast du es nach dem ersten Mal, aber dachte sie einfach, na nee, das reicht mir. Ja, die Erfahrung reicht mir. Ich habe vorher mit dem Ehen gemacht, der da auch eine Single. Das unterstellst du nur den Weibern, das ist nicht schön. Das ist aber so. Das ist nicht unterstellt, sondern wir bestrafen uns. Doch, das, was du gesagt hast, das ist eine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung. Das ist eine Unterstellung, die zum Wissen meiner Welt eine Erfahrung ist. Nein! Das ist auch eine Lüge, dass du sagst, die bestrafen uns damit. Du kannst da nur... Meinst du, die hat einmal? Ich kann auch sein, dass Frauen mittlerweile selber jagen. Das sehe ich auch so vielleicht. Aber irgendwo, wenn Amore davor, Amore danach und dann zack, ist es einmal so, dass sie uns bestrafen wollen für was auch immer irgendwann mal passiert ist. Ach, na? Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Frau, was wäre Schönes. Ist eine Frau unglücklich. Alles klar? Meine Mutter ist so inne. Ich packe das nicht gut aus. Oberflächlich, völlig dümmlich und absolut schrecklich. Ja? Und diese Frau, ja, diese fetten, hässlichen, dummen und nervende, lauten, schrillen Frauen, die wollen uns Männer hier jetzt erzählen. Wie gesagt, es sind nicht alle so, nochmal ganz klar gesagt. Es sind nicht alle so. Aber ich habe jetzt einfach Bock, mir eine Randgruppe rauszupicken und mal so richtig abzukotzen. Ja, dass ich damit alle Frauen beleidige, ist mir scheißegal. Dass ich mal wieder nichts Konstruktives fabriziert habe, ist mir scheißegal. Dass ich die Welt mal wieder ein Stückchen dreckiger und hässlicher gemacht habe, ist mir scheißegal. Ich tue nichts dafür, dass es irgendwie schöner wird. Mach ich nicht, sagt Marco. Aber ich meine jetzt genau diese Frauen meine ich jetzt, also bitte. Oh bitte, ich meine nicht euch alle, ich meine doch nur die andere Hälfte eurer Schwestern. Ich mag nämlich die Schwestern, die mich immer noch bemuttern.
Und ich irgendwie von denen ich irgendwas haben kann. Sei es nur, dass sie mir irgendwas vortanzen oder irgendwas Tolles erzählen oder irgendwas erklären oder irgendwas schenken oder mir ein Brot schmieren, ja. Ja, ich habe die Kommentare alle gelesen, bevor ich mir deine Drecksfresse angucken muss. Ja, ich habe alle Kommentare gelesen. Genau diese Frau wollen uns Männer jetzt erzählen, die wir uns besser halten und wir was zu sagen haben. Ja. Was für eine unglaubliche Frechheit. Ja. Ja. Ekelhaft. Halt deine dumme Fresse. Halt deine dumme Fresse. Halt deine dumme Fresse. Wann haben Sie denn das letzte Mal ein Buch gelesen? Wann haben Sie sich denn mal irgendwo eingebracht? Wo ist denn dann politisch wirklich irgendwo eine Frau, die nicht nur Zerstörung bringt? Wenn ich in die Politik gucke, ich sehe nur Zerstörung. Und diese aktuelle Zerstörung hier, die sehe ich von Frauen. Wer hat denn hier die Politik der letzten 10 Jahre gemacht? Oder letzten 15 oder gefühlte 300 Jahre? Was sind das denn für Leute, die hier sitzen? Ah, schöne Politik habt ihr gemacht. Schöne Kriege habt ihr veranstaltet. Schöne Weltkriege habt ihr entfacht. Tausende, Millionen von Menschen umgebracht. Ihr seid auch noch stolz drauf, ne? Oh ja. Wir leben in einer beschissenen Zeit, ich will's. Zu deinem Zerstören. Sind das. Also, wer ist das? So, das. Du wirst dann auf deinen Schwanz eingezogen haben, das kannst du auch wissen. Das kann sich jeder mal fragen. So, und wenn ich jetzt höre, dass fette, hässliche, dumme, laute, aggressive Mannsweiber mit Eiern zwischen den Beinen hier mir erzählen wollen. Hier. Ich soll die Fresse halten. Hier. Kriegst du viel. Ich sag dir, du sollst die Fresse halten. Ich bin weder dumm, noch fett, noch hässlich. Ja, du kannst mir nicht widerstehen. Und ich sag's im Namen aller Frauen, Kinder, Tiere, Pflanzen und halbwegs anständigen Männern, dass du das Letzte bist. Ja? Und sowas will ich von dir nicht nochmal hören. Und da sag ich auch nee. Das will ich nicht. Ich halte auch nicht die Fresse. Und ich mache gerne noch ein Video für dich. Ja? Ich mache für euch alle ein Video. Für alle. Und dieses Wort Mansplaining ist einzig und allein dafür gemacht, die Dummheit solcher Frauen zu kaschieren. Damit es nicht auffällt, dass sie einfach nur strunzendumm sind. Ideologisch gewaschen, nichts im Kopf, gar nichts. Ja? Also ich finde es nichts Relevantes. Ich wandle deine Scheiße, die du ja von dir gibst, du machst Schönes. Wenn das, was ihr seht, dann streitet euch an, nicht wahr? Ja. Oh, natürlich haben die auch was im Kopf. Und sowas lehnt ihr erst einmal kategorisch ab. So, und. Kate, go. Kate. Das ist ja, aus Amerika kommt das wieder rüber, irgendwie so. Das ist schlimm, ne? Das ist immer noch nicht mitgekriegt, das 20 Jahre, 25 Jahre danach, genau. Hier, genau, das ist wieder drüben. Ja? Wortschöpfung, wo es darum geht, uns Männern den Mund zu stopfen. Ja. So, richtig so. Guck dir mal ein paar Videos an von mir mit Bernd. Da willst du ja nicht genau, warum der die Klappe zu halten hat. Und ich nie tun werde, bis ich das geschafft habe. Und ich werde mich niemals unterkriegen lassen, ich werde mich niemals unterbuttern lassen. Weil dann würde ich mir selbst schaden. So beschütze ich mich. Das ist mein Selbstschutz. Mein Selbstschutz. Schutz. Ja? Ich schütze mich. Gesellschaft schon schwer genug. Ja? Wir haben es immer mit aggressiven Mannsweibern zu tun. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und jetzt wissen wir warum. Weil du hast dem armen Mann Angst gemacht. Bitte? Du hast den armen Jungen nur echt Angst gemacht. Der guckt sich das doch nicht mal an. Ist so ein Psychodor, der guckt eigentlich garantiert an, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass der so blöd ist, dass er nicht neugierig ist. Blöd kann man nicht sein. Ja, selbst, ich meine, was sollst du tun? Du sollst ihn fressen durch die Kamera durch? Ach, wird sie jetzt schon angucken und wird wahrscheinlich denken, wie der typische bescheuerte Kuh, die mir das Leben schwer macht. Aber das war ja nicht, weil du auch ein bisschen wolltest. So. Ich meine, das hast du schon gut wieder durchgezogen. Warte mal. Oh ja. Oh ja. Und willst du wissen, warum?
weil ihr Typen keine Typen mehr seid. Deshalb müssen wir Weiber das in die Hand nehmen. Ja, da hat vorhin jemand geschrieben, dass das sind 99% der Soldaten, dass das alles Typen sind, ja? Ja? Na, wollen wir mal sehen. Die Frauen sind nicht so dumm. Wir machen das. Sie lassen sich. Wir Frauen sind nämlich keine Befehlsempfänger. Ja, ich möchte mich jetzt mal als Frau dazu zählen. Auch als Mädchen. Wir sind keine Befehlsempfänger. Jedes innere Mädchen, ja? Auch du hast ein kleines inneres Mädchen. Bernd hat ein kleines inneres Mädchen, das ja jedes Mal zum Vorschein kommt, wenn er mal wieder das letzte Wort haben will. Ja? Mal wieder das letzte Wort, damit bin ich jünger und weiblich. Also hat er die Schnauze zu halten, ich muss sagen. Ja, jedes kleine Girl. Lässt sich nichts sagen. Wir Weiber lassen uns nichts sagen. Und ihr Typen lasst euch auch nichts sagen. Es geht darum, es freiwillig anzuerkennen. Deshalb ist es ja so schön, dass du Space drücken kannst, dass du dir Raum gibst, dass du da. Weißt du? Space. Warte mal, wie war das jetzt? Da hat einer geschrieben, dass 99% aller Soldaten Männer sind, oder wie? Irgendwie so, ja. Ja, ja, das ist ja was. Ich finde, Frauen haben an der Front überhaupt nicht so. Ich finde es so krank, dass es weibliche Armee gibt. Also ist mir sowas von Respekt. In Amerika gibt es das, glaube ich, auch so. Also, hier steht. Also, ich meine, irgendwie ist es doch total krank. Da kannst du nur lesbisch werden oder zur absoluten Schlampe. Also, so viele Möglichkeiten, wie du denn bei der Armee hast, die der Herren. Die können aus Gleichstellungsgründen gerne mal die Frauenquote an der Front antreten von 99%. Da wir Männer in der Vergangenheit zu 99% und mehr sie aus diesem Bereich herausgedrängt haben, schreibt Erwin bei Schulke vor einem Monat. Zum Teil von seinem. Das war eine Antwort auf Jan Westermann. Beziehungsweise die Marken. Weil nur Kerle, oder? Da ist Kittenhens ja Mädel, was da drunter schreibt. Ich hab schon selber gescrollt, waren wir auch schon echt geschockt. Nur Kerle. Heinrich Kröniger, aber mit einem Bild von einer Frau. Sandra Randensen. Aha. Und die schreibt, okay, Komma, dieses Mal gibt es einen uneingeschränkten Daumen hoch. Und Marco sagt Danke mit einem zwinkernden Smiley. Okay, also ein Mädel dabei. Ein Mädel. Ein Mädel, sonst nur Kerle, die natürlich mit Diamanten, also ich ja auch. Ja, aber das ist ja schön, was du hier schreibst. Hallo Marco, ich bin auch ein Kerl und dann dein Link dazu. Ja, mein Kommentar hat er noch nicht bestätigt. Ich hab da auch was dazu geschrieben. Ja, wahrscheinlich hat er auch gedacht, aber eigentlich müsste er sich der Diskussion stellen. Ja, ich weiß, deshalb bist du ja die Stimme, die ihn zur Vernunft bringt. Wollen wir weiterhören? Ja, okay. Es sind nur noch 4 Minuten. Ja. Es freut mich zu sehen, etwas zu lernen, mal ein bisschen Liebe ins Spiel zu bringen. Denn von dem, den du liebst, lernst du. Ja? Lernen. Ja, nicht gleich dicht machen, blockieren. Lernen. Lieben. Ja? Ja. Schön, dass da mehr Kurbeit rückläufig wird, ey. Ich will es jetzt, was hier in der nächsten Zeit auf mich zukommt. Das wird richtig, 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 richtig schön. Richtig nice, das Weihnachtsfest und das. Am Männertag wird sich über uns lustig gemacht, ja? Ja, durch die Medien werden durch den Kakao gezogen, als wären wir die Letzten. Und die Männerrechte sind sowieso am Arsch, ja? Überall irgendwelche Emanzen, die rumnerven und die rumpoltern. Ja, weil er einfach zu kurz ist. Das ist nicht zu ertragen. Wenn wir jetzt so einen Begriff wie Mansplaining. Ich sag mal nochmal was, ja. Vielleicht ist das Nietzsche dann auch wenn. Willst du nicht mein Bruder sein? So stellt dein Bruder dir ein Bein, ja? Das ist euer Bruder, meine rechte Seite ist euer Bruder. Und willst du nicht mein Bruder sein, ja? So stellt dein Bruder dir ein Bein. Okay. Dass man nicht mal den Mund aufmachen darf, wenn man was zu sagen hat. Ja bitte, wo soll es denn hinführen? Ja, wer hat denn die Gesellschaft dahin gebracht, wo sie ist? Waren das Männer oder waren das Frauen? So, was ich jetzt hier. Na, auf jeden Fall war es für Weiber.
Da hat er sich aber schon selber ein Bein gestellt, weil wir jetzt am Ende sind am Fahren, weißt du, das ist nun mal so. Ja, das hattest du auch schon kurz eingehend gesagt. Wir haben es bis jetzt so weit geführt und jetzt wissen wir alle, dass es nicht weitergeht. Jetzt suchen wir händeringend nach einer Lösung eigentlich, außer man ist Politiker, da redet man nur über, dass die Ausländer böse sind. Oder eben nicht, und so ein Scheiß reden sie da. Also ein Scheiß noch. Denn wir haben dafür gesorgt, dass die Gesellschaft bestehen kann. Wer bringt denn die Kinder auf die Welt? Das wollt ihr immer noch nicht verstehen, oder? Das wollt ihr immer noch nicht verstehen, hier in der Legebatterie Deutschland. Wo die Eier regelmäßig hinten rausgedrückt werden, ja? Regelmäßig, und euch haben sie sie eh schon früher abgeschnitten. Ja. Nee! Das habe ich in meinem Video schon mal erzählt. In den letzten Jahrzehnten ist eigentlich, dass Frauen das ganze Land zerstören und alles. Wie bitte? Frauen zerstören das ganze Land? Ey, was du hier raushaust, das ist echt, das bringt dich in Teufelsküche, das kannst du auch wissen. Das ist eine Lüge nach der anderen. Schämst du dich nicht? Du musst mal deine Brille abnehmen. Vielleicht siehst du dann die Scheiße, die du fabriziert hast, ja? Wofür andere Generationen mal wirklich gekämpft haben, zerstören. Gekämpft haben die. Gekämpft haben die. Zersetzen. Und jetzt wird uns auch noch gesagt, wir sollen die Fresse halten. Ich glaube, es hat. Ja, endlich mal die Fresse halten. Endlich mal die Fresse halten. Einfach endlich mal die Fresse halten. Boah, das ist schön. Das wäre so schön, wenn ihr mal die Fresse halten könnt. Wenn ihr immer mal die Fresse halten könnt. Und einfach mal das Maul halten. Einfach mal die Frosche als Schnauze dicht machen. Einfach mal die Fresse halten. Ja, die Fresse halten. Fresse halten. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Und da will ich nur überhaupt gar nichts von. Du bist bald abgehalten. So. Und das muss jetzt einfach mal gesagt werden. So, wie gesagt, das geht gar nicht. Du gehst nicht. So. Jetzt bitte tot euch unter der Kommentarfunktion raus. Ich will sie veräufnen. Männer. Bis später. Spitzer hast du mal gesagt. Bis später. Bis später. Aber muss man sagen, also wenn man das als Humor versteht, fand ich das sogar richtig gut. Das ist noch nicht mal geschrieben, sinnlos. Ja, ich weiß. Mann. Ja. Aber so schlecht. Also ich fand sogar ganz gut, gerade am Ende, weil, meine klar, da ist schon mit Atomkraftwerk und alles. Er war mutig, er hat den Schritt gewagt, ja, und er bittet ja auch, bla. Ich finde das gut, ich danke ihm sehr dafür. Braucht ja auch ein bisschen Widerstand, das ist ja klar. Ja. Jetzt darf er den Schwanz nicht einklemmen, dann muss er einfach mal ein neues Video, einfach flipflop. Ja, doch, einfach mal Frauen-Männer-Thema, ich glaube, das ist sogar so wichtig. Da sollen wir mal hier Experiment der neuen Sprache einmal ausprobieren. Ich habe ja noch so ein Video gemacht, ja? Ja, man muss kurz anfangen. Der erste Video, das ist total spannend. Also er jetzt hier, der Marco sagt, der hat in seinen Videos, hat er auch dem Gerd Luther Reschke hat er einmal gedankt für die Unterstützung. Das heißt, der spricht ja auch so. Hörst du das raus, wie der redet? Dass der so ein bisschen den Klang, die Melodie vom Luther Reschke nachsehen. Ist das auch gefallen? Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Dialekt, ich finde Luther Reschke. Weil wir hatten das ja auch schon mal bei diesem Le Floyd-Verschnitt. Erinnerst du dich? Ja, aber der war ja komplett anders. Aber es ging ja mehr nur darum, dir zu zeigen, oder dass du das weißt, dass das ähnlich ging von der Stimmung. Nee, Gerd Luther, der zieht mich richtig runter. Bei dem ist es ja so, dass er jetzt schon spitzbübisch einfach sich weit aus dem Fenster. Er ist jünger. Er hat sich aus dem Fenster gelehnt und hat einfach gebrüllt. Und er lässt mich den Kommentar zu, zumindest hat er. Genau, das ist Mut. Und das sollte man auch genauso honorieren, und deswegen hoffen wir mal, dass man zurückkommt. Ja, und da ist es ja ähnlich wie bei Wolfgang und. Okay, Luther, ne. Wisst ihr nicht?
Gibt's da solche Leute? Ich glaub nicht, oder? Was? Gibt's Wolfgang Rettich jünger? Nee. Also Wolfgang ist schon eine sehr, sehr spezielle Art. Du bist das, du hast danach angefangen. Passt aber auch zum Wolf da. Vom rhetorischen ist er komplett anders gestrickt wie ich. Oder als ich. Der Gerd Luther Reschke, der ist der Papa. Ja? Der ist ja Vater von, glaube ich, 2 Töchtern, hat er mal erzählt. Ja, der ist wahrscheinlich. Und im Gegensatz zu Wolfgang, Wolfgang ist ja soweit er weiß, kein Vater. Von irgendwie. Ist ja kinderlos. Und das macht ja einen großen Unterschied. Du hast ja dem Marco, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er kein Kind hat. Das ist ja den Vorteil, dass du ein Kind auf der Welt hast. Aber vielleicht rede ich jetzt auch schon zu viel darüber. Ich habe ja noch ein Video gemacht, ja? Ich habe ja noch ein Video gemacht. Möchtest du das vielleicht hören? Sehen? Naja, dann mach mal aber jetzt einen Schnitt ein, weil das nicht immer deine Videos so großwuchtig werden. Das ist ja. Gut, dass du mich dran erinnerst. Danke, dass du mich dran erinnerst. Schön, dass du mich dran erinnerst. Schön, dass du mich dran erinnerst, der Butter da drüben. Siehst du, wie grün und blau du bist? Yeah.